Ich biete Ihnen einen Blick auf ein legendäres Geschöpf. Verloren in der Zeit. Weder Affe noch Mensch, aber ein Riese. Er hat viele Namen. Also eigentlich heiße ich Susan. Susan? Ja, Susan. Das ist ein Mädchenname. Ja, das ist korrekt. Er passt zu dir. Ich brauche jemanden, der die wilden Orte auf der Welt kennt. Und Sie sind der größte Abenteurer der Welt. Was genau erwartest du von mir? Ich bin einsam. Ich bin der Letzte meiner Art. Aber auf der anderen Seite der Welt berichten Sie von diesem Geschöpf. Der Yeti. Ich glaube, diese Yetis sind meine Verwandten. Können Sie mich dahin führen? Du hast darauf mein Wort. Gut, wie lautet es? Was? Das Wort. Nein, das ist eine Redewendung. Klingt gut, wie lautet es? Wir haben einen weiten Weg. Wir brauchen eine Karte. Wir haben doch nicht vor, einzubrechen, oder? Kletter auf die Mauer und zieh mich nach oben. Bravo. Danke. Wenn wir den Ort finden wollen, an den du gehörst, wirst du dich unauffällig verhalten müssen. Ein Monster! Au, Backe. Hier drin wird es jetzt ganz schrecklich ziehen. Es wird nicht leicht, aber wir werden den Platz finden, wo du hingehörst. Wirf den Rettungsring runter! Ich hab sie! Shangri-La? Wir nennen es... Hat das eine Bedeutung? Bleibt draußen, wir hassen euch. Schmeiß mich aus diesem Loch! Ich glaube, dafür sind sie zu schwer. Unsinn! Also, gib alles, was du kannst! Oh, schwer zu sagen, wessen Schuld das war. Los, noch ein Versuch! Love heading your way.